Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind hier immer noch in Prim und ich kann dieses Bett auch nicht schlafen. Wir haben es 4 Uhr abends und, Moment mal, das heißt, wir müssen mehr als 12 Stunden schlafen. Machen wir 14 Stunden. Weil draußen ist ja ein Sandsturm und wie man gesehen hat, haben wir nichts gesehen. Ich habe gerade einen netten Kommentar bekommen unter dem Part, der heute kam. Heute ist der 1.12. und dieser Part hier ist für morgen. Ich merke gerade, dass ich hätte heute sogar aufnehmen müssen. Wusste nicht mal, dass ich doch englische Untertitel machen sollte. Und ja, ich dachte so, okay, ich bin German, German Let's Play. Hört sich jetzt doof an, weil das ist ja sehr ein Kanal. Also das ist ja ein Kanal. Ich bin ein deutscher Let's Player und ich mache ja deutsche Let's Plays und englische Untertitel. Ich meine, das Spiel läuft jetzt in Englisch, weil halt einfach das Spiel... Ich weiß nicht. Also Fallout 1 hat... Fallout 3 hat mich jetzt nicht so deutsch überzeugt. Oh. Hello, my good friend. Mojave, Express Delivery. Caravaneer Outfit. Das hier ist meins. Yeah, and sorry for not subtitling my videos. I'm very sorry about that, but as I just said in German, this is a German video and I'm not actually planning on expanding on the English speaking market, so it might come in the future if there is a demand, but at the moment this rain is fucking loud. Let's go in there and shoot up some guys. Also, jetzt sind wir wieder auf Deutsch umgestiegen. Weil, ja, ich wollte nur die kurze Ansage machen, falls ihr das Video gucken wird. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier habe ich letztes Mal auf die Fresse bekommen. Also nicht letztes Mal hier im Spiel. Ich speichere mal zu hier ab. Nicht in diesem Spielstand, sondern in meinem privaten Spielstand, den ich vor Jahren gespielt habe. Und ich habe mich entschieden, auf Pistole und so. Oh Gott, du hast überlebt. Oh, fuck. Wieso hast du den ersten Schuss nicht? I've got you now. Meine Fresse. Entschieden, 9mm Pistole zu spielen, weil ich die 9mm Pistole mag. Dynamit, warum auch nicht? Pack of Cigarettes. Nein, danke. Cleaver. Goggles Helmet. Nope, thank you. Vielleicht werde ich ein paar englische Wörter in meinen Sprachgebrauch einfügen. Das können wir nicht machen. Okay, wir sind wieder Stealth. Wir hacken das Terminal mal. Ich habe einfach ein Spielstand gemacht. Falls wir es verkacken, kann ich einfach laden. Okay, fangen wir mit, sind hier welche, die gleich sind? Irgendwas mit Ing am Ende. Counting. 3 correct. Okay, das heißt, keins mit C am Ende. Cutting, Landing. Oh Gott. 4 correct. Beating. Nee, da ist keins richtig. Serving kann es. Es kann ja sein, dass da was anderes ist, ne? Dass da was anderes richtig war. Ding. Ich glaube nicht, dass immer. Ich glaube nicht, dass Ding richtig war, oder? Obwohl, Wunding kann es auch sein. Nein? Oh Gott. Warum dauert das jetzt so lange? Ich verstehe das ehrlich gesagt wirklich nicht. Warum. Okay, resting. Wir müssen einfach schlimmer machen. Einer cracked. Scheiße. Zwei cracked. Ach Gott, Alter, ich scheiß drauf. Ich hab keinen Bock auf diese. Ich will mal Escape drücken. Wo ist schnell laden? Ich hab keine Ahnung, wo schnell laden ist. Gut. Ah, you can't crack while the game is paused. Okay, gut. Wir können nicht schnell laden. Ich bin übrigens fast tot wieder. Wie ich gerade sehe. Aber nichts von mir ist verletzt, deshalb. Ja, wenn wir ein Snipack reinhauen, dann sind wir ein bisschen geheilt. Ha! Vollidiot! Ha! Er hat sogar eine Pistole für mich, mit der ich meine reparieren kann. Ich werde es ein bisschen versuchen, hier durchzusneaken, aber ich werde jetzt nicht den Sneaky-Charakter spielen, sondern Pistolen, Revolverheld, Sheriff. Also ich will so ein halbwegs Sheriff, so ein korrupten Sheriff machen, wenn das irgendwie sich die Option bietet. Oh Gott, wir können ja nicht lockpacken, wenn wir nicht so gut sind.
Was hast du denn mit dabei, mein guter Freund? Ich habe dich ein bisschen zerstört gerade. Desperado Cowboy Hat. Ah, wir haben gerade einen Hydra, nehmen wir mal mit. Stampack. Tire Iron brauchen wir nicht. Die Cases, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin hier damals mit dem Flammenwerfer reingegangen oder so. Das Case nehmen wir mal mit. Dynamite haben wir echt genug. Ist hier eine Mine? Ich habe nämlich Angst vor Fallen, ehrlich gesagt. Hallo? Oh Gott, ich bin rausgegangen. Vollidiot! Kopfschuss! Oh oh! Caution! Where are my enemies? Ga! Hallo? Kann ich mal bitte normale Waffen haben? Battle Caps? Sehr gut. Bobby Pen nehmen wir mit. Fresh Potato. Okay. Warum auch immer er eine Kartoffel im Inventar hat? Ich habe natürlich auch immer eine Kartoffel mit. Überlebenswichtiges Item. Wo seid ihr, meine guten Freunde? Ah ne, ich wollte mich gerade mit Kuh in die Ecke lehnen. Ich wusste nicht mehr genau, ob es geht. Fun Fact, es geht nicht. Kuh war Auto laufen. Der hat mich ja richtig zerstört. Hallo? Alter, ich treffe gerade nicht. Warum bin ich jetzt vercrippelt? Was ist denn los? Hä? Oh Gott. Wieso schießen mir alle den verfickten Kopf? Wollte ich eigentlich gar nicht haben, okay, jetzt habe ich es. Bin ich jetzt gestorben? Ja. Ich finde gut, dass er die ganze Zeit auf mich spammen kann und ich ihn nicht sehe. Ich mag die Animation von den echten nicht. Die springen mir viel zu viel hin und her. Gut, mehr Auto speichern. Ich habe schon gemerkt. Fresh Potato nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Exit F5. Quick Saving. Very easy. Können wir very easy aufmachen eigentlich? Ja. Ja, ich weiß, wie das geht. Kleiner Funfact weiß ich nicht. Oder ich weiß es. Ich habe ein bisschen geübt in Skyrim und so. Oho, Hallöchen. Brauchen wir momentan zwar nicht, aber gut. Wonderglue, Turpentine, Scrap Electronics. Nein, du bist leer. Hast du was dabei? Man sieht übrigens auch vorher, ob die leer sind. Aber. Ah, oh, Dr. Speck, ja, gut. Vacuum Cleaner. Nee, danke. Staubsauger möchte ich nicht haben. Okay, gehen wir mal hier lang. Hier können wir nicht lang. Und da kriege ich auf die Fresse. Gehen wir erstmal unten lang und gucken, ob wir da was finden. Oh, Nuka-Cola-Automat. Hast du was Schönes? Ja, du hast rein Nuka-Cola. Dich möchte ich auch haben. Ich hätte A drücken sollen. Was mit dir? Dart. Ne, wir haben keine. Ich glaube, man kann so eine Dartwaffe finden. Mal gucken, ob hier unten überhaupt noch was war. Meine ich auch noch einen Gegner irgendwo? Warte mal, wo kommen wir denn? Wir kommen von da. Kann ich nicht machen, weil ich 25 brauche. Danke. Speichern. Hallo? Oh fuck. Okay, das Rektor ist neu, glaube ich. Hä?
Alter, was ist denn los? Wieso war ich denn sofort die ganze Zeit zerfetzt? Was ist denn los in dem Spiel? Hab ich irgendwie auf schwer gestellt? Gibt's einen Schwierigkeitsgrad? Meine Fresse! Kann ich nicht einfach mal in Ruhe das Spiel spielen? Wen habe ich jetzt gelootet von euch? Dich anscheinend noch nicht. Long Fuse Dynamite, ja, warum nicht? Nur mit dir? Nur das Wundermüll, ja, das ist gut. Das letzte Mal, als ich Fallout gespielt habe, war es zwar fordernd, aber nicht so krass, dass ich sofort gestorben bin. Oho, sie ist fertig. Voll repariert. Nicht fertig, ich voll Idiot. Okay, wir haben jetzt 10 Minuten verschwendet. Scheiße. Okay, und ich glaube, in diesem Mal vor auf die Kräfte habe ich auch auf die Fresse bekommen, weil ich habe schon ein bisschen besser gekürzt und glaube ich schwere Waffen ausgerüstet. Sunspit Sarsaparilla. Wir sollen hier irgendwelche komischen Mist finden. Ich vertraue ich ja nicht. Ich glaube, hier sind. Hallo? Deputy Beagle. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Wer bist denn du? Well, I'm Deputy Beagle, and I'm being held hostage. Can you imagine? I'd be most grateful if you would set me free. Wie bist du hier eine Geisel geworden? I must say it's been the low point of my career in law enforcement. The Powder Gangers stole into town at night. And murdered my sister and her husband, the sheriff, in bed while I was sleeping in the office. I watched them for a bit, waiting for the right moment to pounce and arrest the lot of them, taking careful notes as I watched. To my dismay, they found me while I waited in the shadows and brought me here. Bleib erstmal hier. No need to rush on my account. I lost feeling in my hands and legs hours ago. Well, scheiße, ne? Dich umbringen will ich nicht, weil du bist ja auch ein Polizist, genauso wie wir. Ich bin ja für Gerechtigkeit. Hallo? Okay, da oben kriege ich auf jeden Fall auf die Fresse. Haben wir irgendwelche automatischen Waffen eigentlich schon? Die kann ich ja nicht locken. Ach, ich hätte hier direkt lang gehen können. Hätte ich mir den Scheiß hier sparen können. Ah. Das ist halt so ein Firehose-Box. Firehose-Nozzle. Okay, man nimmt das Ding mit raus. Ich dachte, der Schlauch bleibt hier drin, weil wenn man mal guckt, der Schlauch geht mit raus. Weil eigentlich macht man die Tür offen, dann nimmt man den Schlauch raus, oder nicht? Also, so ein Roleplay-Element. Wir hätten theoretisch den Scheiß hier sparen können und den hier retten können, indem wir uns einfach hier durchschleichen. Aber da ich zu scheiße bin, habe ich es nicht geschafft. Owen, was haben wir denn da drin? Oh, was Leckeres? Gecko-Steak. Yummy-Emoji. Komm, ich befreie dich. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Das kann ich nicht machen. I didn't cut you loose, so I can run. Stick with me. Sure, you run away. You don't look. Oh, that's so gracious of you to offer to bodyguard me like that. But I'd only slow you down. See you outside. Okay, gut, das hat nicht geklappt, oder? Was heißt nicht geklappt? Hält noch dazu. Hat sich gerade was bewegt? Okay, gut, das hinterfrage ich mal nicht. Warum das Teil die ganze Zeit da runterfällt. Okay, abspeichern. Wir haben eine gute Sache getan. Wir sind ja der ehrenvolle Sheriff von Prim momentan, weil wir uns da noch nicht weiter in den Kampf begeben haben. Okay, ich würde sagen, jetzt geht's ins Ganze und wir nehmen eine vernünftige Waffe. Was heißt vernünftig? Die ist ja vernünftig. Die ist richtig krass, ey. Wie viel Schaden macht die? 14 Schaden, okay. Eine 9mm Pistole ist besser. Aber naja, wir haben aber, glaube ich, nichts Besseres, oder? Wir hätten Granatwerfer. Haben wir Granaten? Ja, wir haben Granaten. Ja, habe ich da für eine Tasse schon. Packen wir dich mal auf 6.
Und meine Pistole. Warte. Ach Gott, falsche Taste. Ist auf. Was habe ich auf 1? Auf 1 habe ich meine Machete. Nahkampf will ich ja nicht spielen, weil es irgendwie ein Meme ist. Nehmen wir erstmal die Shotgun. Du hattest nichts Interessantes mehr. Obwohl du hast die NCR-Dollar. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir 100 NCR-Dollar mehr. Da laggt es kurz. Oder beziehungsweise die Framerate stürzt ein bisschen ab. Oh Gott, ich habe auf C gedrückt. Jemand. Oh Gott. Oh Gott. Stats. Status. Stimpack. Oh Gott. Oh Gott, das hat mich mehr verkrüppelt als ich. Okay, ich bin zwar ziemlich tot, aber naja. Kann ich mir die Stimpacks eigentlich auf den Taster legen auch? Das wäre eine Idee, ne? 8. Stimpack. Kann ich mir so auf die 9 oder so legen? Ne, aber auf die 8. Gut, auf 8 heilen wir uns jetzt. Ich vergesse immer, dass ich das nicht so beenden kann. Hey, Level up. Kriege ich Punkte? Oder muss ich dafür irgendwas anderes machen? Dynamite, Dirty Water, das nehmen wir mit. Pack of Cigarettes, Jet können wir auch noch mitnehmen. Was hast du? Du hast das. Turbo und noch mehr Geld. Du siehst ein bisschen hin aus. Ich habe jetzt zerfetzt zu meiner Shotgun. Duct Tape, warum nicht? One Key. Dich habe ich noch auseinandergenommen. Oh, du hast auch 9mm, gut. Bottle Caps. Was haben wir hier noch? Dynamit. Fixer. Das war komisch. Okay, wir brauchen Explosive 25 war das, glaube ich. Was war das noch? Was wollen wir noch? Sneak Speech wollten wir auch noch. Speech möchte ich auch noch 25 erstmal haben. Und Barter war vorhanden, ja. Aber ich will noch Survival erhöhen. Und am besten noch auf ganz was. Ja, continue. Confirmed Bachelor, Swift Learner, Cannibal. It's not when you gain an option to eat corpses to regain health, but every time you feed, you lose karma and. You gain double the bonus from. Okay. Skillbooks, sure. Das hört sich gut an, oder? Dann. Perfekt. Wir sind jetzt ein bisschen schlauer geworden, gefühlt. Ziehen wir erstmal unser. Vertrauenswürdige 9mm Pistole. Leeren Whisky. Noch einen leeren Whisky. Du bist leer, da sind Kippen. Kippen wollen wir nicht. Ha. In Fallout 4 würden wir den Ventilator mitnehmen, weil wir den für Schrauben brauchen, glaube ich. Falls ihr was craften wollt. Waren hier nicht mehr Leute? Es waren hier gefühlt mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Waffe schießt irgendwie nicht dahin, wo ich hinziele, sondern ein Stückchen tiefer. Aber okay, gut. Muss ich überleben. Okay, da geht's noch weiter nach oben. Also irgendwie schafft man nicht so viel Sachen, wie ich dachte, in 20 Minuten. Aber 30 Minuten Parts sind mir ehrlich gesagt zu lang, weil ich habe schon Secret, die eigentlich 30 Minuten gehen sollten, die leider nicht so oft kommen. Und
Mass Effect. Mass Effect habe ich zwar immer schon 30 Jahre im Voraus aufgenommen, aber bald auch nicht mehr. Und Rimworld habe ich jetzt auch noch. Aus Meme-Gründen. Okay, wir gucken uns das an. Du siehst ein bisschen angefressen aus. Okay. Gun Cubby. Oho. Ja, Round, Round. Plasma Silenced. So, aber dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.